Hey Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss noch ganz leise sein, eben ist gerade erst die Sonne aufgegangen und es schläft alles noch. Ich nehme euch heute mal mit zu dem höchsten Kaltwassergeysir der Welt nach Andernach. Ich glaube, muss mich noch rasieren. Ich gehe jetzt wieder rein und dann geht's auch schon los. So, da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Ich freue mich besonders auf die Schifffahrt, weil man muss nämlich über den Rhein übersetzen, um zu diesem Naturschutzgebiet zu kommen. Los geht's! Das Ding finde ich ja cool. Ja, jetzt sind wir oben auf der Dachterrasse von dem Geysir. Informationszentrum, was übrigens sehr schön gemacht ist, also der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, im Hintergrund ist dann schon der Rhein und da legt jetzt dann in Kürze das Schiff ab zum eigentlichen Geysir Andernach. Ja, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, direkt an dem Geysirzentrum in Andernach befindet sich auch 50 Meter Entfernung ein schöner Stellplatz, ein schön, richtig großer Stellplatz, habe ich auch, glaube ich, hier auf dem Video kurz mit drauf, für Wohnmobile. Also direkt unten am Rhein, sehr gut gelegen. Und bei der Abfahrt gerade auch noch festgestellt, direkt auf der anderen Seite, also auf der anderen Rheinseite, ist dann auch nochmal ein Stellplatz. Da standen zumindest ein paar Wohnmobile. Ob das ein offizieller Platz war, weiß ich nicht, oder nur ein Parkplatz. Aber ja, wie gesagt, bei dem herrlichen Wetter natürlich ganz super hier direkt am Rhein. Der Kaltwassergeysir hier von Andernach liegt
hinter mir in den letzten Zügen und mit den Bildern möchte ich mich bei euch verabschieden. Bedanke mich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen Kanal, ist kostenlos. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, habe die Ehre, ciao.